Viertelfinale im Landespokal der A-Junioren von Sachsen und es kommt zu einem echten Stadtderby. Der erste FC Lokomotive Leipzig empfing am Dienstagabend die U19 von RB Leipzig. Das ist das Duell zwischen dem 4. der Sachsen Landesliga und dem 7. der U19 Bundesliga. Die Rollen sind natürlich klar verteilt, nichtsdestotrotz in einem Derby und vor allem im Pokal schreibt das Spiel bekanntlich seine eigenen Gesetze. Es geht los mit einem relativ harmlosen Freistoß von Kölner für Lok Leipzig und dann aber Atom für RB mit einem katastrophalen Rückpass. Prüfrock kann hier das Eigentor fast verhindern. Dann jedoch erstmals die roten Bullen im Angriff. Kaufmann mit einer schönen Ballmitnahme. Kangemi bedrängt ihn da aber gut, sodass Kaufmann den Moment des Abschlusses verpasst. Nochmal Glück gehabt für Lok Leipzig. Lok zwei Klassen tiefer, jedoch mit einer kämpferisch guten Leistung hier früh drin im Spiel. Lehmann hat da Zeit zum Flanken. Pieskatsch verlängert den da irgendwie, aber das ist keine Gefahr für RBs Keeper Prüfrock. Und dann wieder RB mit einer schnellen Balleroberung und wieder der schnelle Kaufmann auf dem Weg zum Tor. Heinrich ist draußen und verhindert hier so die Riesenchance zur RB-Führung. Lok kann dann am Ende noch entscheidend klären. Dann Freistoß für den Gastgeber. Aus dem halbrechten Feld der Kopfball jedoch kein Problem für Prüfrock. Doch der Landesligist hat hier seine Möglichkeiten. Gleiches Bild auf der anderen Seite. Und RB Siebler ist es diesmal mit dem Kopf. Doch der geht auch knapp drüber. Wie angesprochen, Lok mit einer kämpferisch guten Leistung und auch mit eigenen Möglichkeiten im Spiel. Hier ist es die Balleroberung und dann ist Brix nach einem tiefen Ball frei durch vor dem Tor und Prüfrock mit einer überragenden Tat lenkt den Ball hier noch an den Pfosten. Fast das 1:0 für den Landesligisten kurz vor der Pause. Damit kann RB-Trainer Peter definitiv zufrieden sein, sein Gegenüber jedoch definitiv schon. Zweiter Durchgang. Wieder RB Leipzig, die den Ball hier zurückerobern. Und mal wieder kommt Kaufmann zum Abschluss. Heinrich diesmal mit einer guten Parade. Und dann weiter RB, die sich hier in der zweiten Hälfte in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Wieder ist es Kaufmann mit der Möglichkeit. Der Kopfball doch kein Problem für Heinrich. Zu nah aufs Tor. Lok verteidigt hier weiterhin leidenschaftlich. Lässt den Zweiklassenunterschied selten zu erkennen. RB bleibt allerdings geduldig. Kühnert ist das hier. Sein Zuspielgang über Umwege zu Tino Kaufmann. Und er verfehlt wieder das Tor. Kaufmann hat eine Menge Chancen, ist stets an den Offensivaktionen seiner Mannschaft beteiligt, doch trifft das Tor nicht. Die Ecke hier geht zunächst an Freund und Feind vorbei. Siepes macht ihn nochmal scharf. Volley von Kaufmann wird zur Vorlage für Vincent Zaruba. Endlich in Anführungszeichen das 1:0 für die Roten Bullen in der 65. Minute. Zaruba hält da den Kopf hin. Niemand von Lok bei ihm, keine Chance für Heinrich im Lokkasten, die dann hier nochmal mit einer Ecke kommen. Prüfrock mit der Faust, der Nachschuss. Ja, geht drüber, trifft nur den Zaun hinterm Kasten. Und dann nochmal Bulland mit dem Schuss aus der zweiten Reihe. Heinrich unsicher und dann wollen die Leipziger bzw. die Roten Bullen einen Elfmeter. Doch der Schiedsrichter hat da eher die Hand von Heinrich zuerst auf den Ball gesehen, sodass Sachse da umsonst lamentiert. Doch eine Chance gibt es noch. Erneut Tino Kaufmann mit seinem Tempovorteil im Duell mit Lokkeeper Heinrich. Doch wieder trifft er den Kasten nicht. Tino Kaufmann, er hätte alleine die Chance gehabt, das Spiel zu entscheiden. Am Ende reicht es trotzdem für den A-Junioren-Bundesligisten zum Weiterkommen, zum Einzug ins Halbfinale. Lok-Trainer Kandasamy kann jedoch trotzdem mehr als zufrieden mit dem Auftritt seiner Jungs sein. Wir dürfen nicht vergessen, natürlich Pokalspiel, zwei Klassen über uns, ein Top-NLZ und lange das Null, die Null gehalten.
Ja, wir haben ein super Spiel gemacht. Wir haben die Probleme, die wir am Anfang der Saison hatten mit langen Bällen und viele tiefen Bälle, haben wir jetzt natürlich so im Griff bekommen, dass RB, die sind bekannt dafür, dass wir so einen Fußball, dass wir das defensiv ganz gut machen. Wir hatten auch in der ersten Halbzeit 200%ige Chancen gehabt, die wir nicht reinmachen. Aber ich muss einen Riesenlob an die Jungs geben. Wir trainieren viermal die Woche. Die da drüben trainieren wahrscheinlich das Doppelte mit Sportschule und so weiter. Also von daher alles gut. Und der hat mich natürlich verloren, aber gehört dazu. Jetzt zwei Tage nach dem Punktspiel mit viel Rotation, vielen Jungspielern war das eine ja doch schon reife Leistung. Auch wenn wir hätten gern mehr Tore geschossen letztendlich. Aber wir nehmen das gern mit und ziehen ins Halbfinale ein. Für mehr Spielzusammenfassungen dieser Art lasst einfach ein Abo bei KickTV da.